Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jasmin und wir schauen heute in eure Portalenergien für den 10.11. Das ist ein Portaltag nach dem Maya Kalender berechnet und zusätzlich noch in das numerologische 11.11 Portal, das jetzt stattfindet direkt danach und ihr habt hier drei Stapel zur Auswahl. Ihr könnt hier Themen belegen, natürlich die einzelnen Tage, äh, Personen, Lebensbereiche Folgt da bitte ganz eurer Intuition. Es ist sozusagen ein Bonustapel dabei. Falls es etwas gibt, was dich besonders beschäftigt, kannst du äh, hier einen Stapel mit diesem Thema belegen. Die Anfangszeiten für die Stapel findet ihr unter dem Video in der Infobox. Es wird auch noch äh, frisch gemischt sozusagen Tarotkarten auf die einzelnen Stapel geben und auch Charms, das sind Buchstaben, Zahlen, Symbole, Sternzeichen, um bestimmte Teile der Botschaft nochmal zu unterstützen, hervorzuheben oder zusätzliche Informationen zu bekommen. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier dabei zu sein. Und ja, vielen Dank nochmal auch an alle, die in letzter Zeit geliked, gespendet haben, ein Abo dagelassen haben etc. Ich danke euch von Herzen. Und ja, ich hoffe, dass dieses Video euch unterstützen kann jetzt gerade. Es ist eventuell für den einen oder anderen sehr ähm, herausfordernd, diese Zeit und ja, es werden uns einige Dinge noch mal vor Augen geführt, äh, damit wir ja alte Baustellen eventuell noch mal angehen können oder auch abschließen können, je nachdem. Wenn ihr noch ein Momentchen Zeit braucht, um euch für einen Stapel zu entscheiden oder auch für mehrere, dann haltet das Video jetzt bitte an. Ich starte mit dem linken Stapel und bin schon sehr gespannt, was ich hier zeigen will. Bis gleich in eurer Lego Ihr habt euch für den linken Stapel entschieden und diesen Ioliten hier. Und der setzt das Thema Money Mindset. Shift your money mindset. Verändere oder bearbeite deine Einstellung zu Geld. Geld verdienen oder auch Reichtum im Allgemeinen. Okay, das ist heute das Oberthema. Und wir schauen mal, was noch dazu kommt. Da haben wir einmal für euch. Die Seelensternaktivierung, die kam doch neulich auch schon mal raus. Ne? Das ist ein Chakra, das über dem Kronenchakra ja, schwebt, möchte ich fast sagen, und euch verbindet mit der geistigen Welt oder auch, wie manche es nennen, dem Sternentor. Ähm, falls dir das nicht sagt, kannst du dich auch gerne an den Text darunter halten und der spricht von Seelenverträgen, die erfüllt werden möchten. Und sie hilft dir dabei, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Sehr interessant, auch gerade in Verbindung mit dieser Karte hier. Aber wir schauen erst noch weiter, bevor wir reingehen in die Energien. Dann kommt noch zu dir. <laughs> Trust the niggle. Um, höre oder vertraue auf den die Nörgler in dir. What is the niggling, the niggling feeling trying to tell you? Was möchte dir deine Unzufriedenheit oder auch was möchte dein. Nörgeln oder diese nörgelnde Stimme in dir sagen. Also eine, eine sehr populäre, ein populärer Ratschlag in der spirituellen Szene ist ja oftmals auch, ja, sei dankbar, ne? Versuche positiv zu denken und schau nicht so sehr auf das Negative. Hier, aber jetzt gerade in diesem speziellen Fall, in dieser Situation, hat diese Stimme, diese Unzufriedenheit, dir etwas zu sagen. Also da steckt etwas hinter, was du ernst nehmen darfst und es ist gut möglich, dass es halt, ne, da wir hier das Mindset von für Money, für Geld liegen haben, dass es eine Stimme in dir gibt, die immer noch unzufrieden ist mit deinen Finanzen oder mit deiner Einstellung, wenn es nicht das Geld ist, vielleicht die Einstellung zum Beruf an sich, zum Gelderwerb in Anführungsstrichen. Finde ich sehr sehr interessant. So, die lasse ich hier mal oben liegen. Die machen wir zum Schluss auf und wir schauen jetzt noch mal ins Tarot. Was kommt hier zu dir als Information aus dem Tarot? Ja, dieses Nörgeln ne? oder diese Stimme, die unzufrieden ist in dir, ist jetzt hier in diesem Fall tatsächlich berechtigt, denn sie möchte dich auf einen Weg führen, der dich deutlich zufriedener macht, beruflich, finanziell vor allen Dingen. Also wirklich auch eine Art von Erfüllung bringen möchte. Dich daran zu erinnern, wer du bist, kann sehr hilfreich sein, wenn es um dieses Geld-Mindset geht. Denn es erinnert uns daran, dass wir unsere Einstellungen zu Beruf, zu Geld, auch zu finanzieller Sicherheit und sich sicher fühlen ja dass wir in unserer kindheit in unserer jugend oftmals programme muster denkweisen übernehmen von unserer oder aus unserer umwelt die negativ sind ne? sonst wäre die karte hier nicht auf, drauf aufgepoppt wenn es nicht wenn es da nichts gäbe was noch mal angeschaut werden möchte denn ursprünglich kommen wir als ja, kommt unsere Seele in dieses, in dieses Leben und weiß erstmal nichts über, darüber, wie, wie Geld im Grunde funktioniert. Unsere Seele weiß nicht, wie äh, negativ manchmal das Berufsleben wahrgenommen wird von den Menschen um uns herum, sondern schaut sich das dann erst ab. Und mit dieser Karte darfst du dich daran erinnern, dass das auch mal anders war, dass du als Kind oder auch als wirklich als Baby ähm, oder auch im Mutterleib diese Programme mit hoher Wahrscheinlichkeit noch gar nicht in dir getragen hast, sondern dass du das abgeschaut hast. Ne? Eine, eine, eine negative Einstellung zu diesem Thema. Hier kommt auch noch die drei der Münzen, also nochmal, es geht hier mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Thema Beruf, Geld verdienen, eventuell auch Sicherheit. So, und hier haben wir drei Menschen, die zusammen einen Teppich weben. Vielleicht hast du hier schlechte Erfahrungen gemacht, wenn du mit anderen zusammengearbeitet hast, oder hast das Gefühl, du findest niemanden, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Auf der anderen Seite auch noch mal eine. Bitte unterdrück diese Stimme jetzt im Moment nicht, die dir sagt, ich bin unzufrieden. Hör da bitte genau hin und vielleicht fragst du mal zurück, womit genau bist du unzufrieden? Was genau nervt dich, stört dich. Ne? Also wirklich Kontakt aufnehmen mit dieser Stimme. Interessant auch hier. Jetzt sehen wir drei Personen, hier sehen wir auch drei Personen. Gut möglich, dass diese Karte hier wirklich zur Zusammenarbeit mit dieser Stimme aufruft. Dass diese Stimme, dieser Anteil in dir aufhören kann, negativ zu nörgeln. Ähm, wenn wir einen Schritt auf diesen Anteil zugehen, dann kann man daraus eine, eine konstruktive Zusammenarbeit machen. Ja, wenn wir aufhören, dieses, das immer zu unterdrücken und zu sagen, ach ja, ja, nein, ist doch alles gut und stell dich nicht so an und bababab. Es geht auch, wie gesagt, nicht darum, dass man generell immer unzufrieden, soll mit, unzufrieden sein soll mit dem, was man hat. Aber, wie gesagt, hier, jetzt in dieser Situation gibt es einen Anteil in dir, der irgendwie nicht satt wird, der sich nicht ausdrücken darf, nicht, nicht, sich nicht ausleben darf. Und darum hast du vielleicht dieses, dieses Gefühl der Unzufriedenheit. In dir Für diejenigen äh, unter euch, die an Seelenverträge glauben, da ist es ja wahrscheinlich, dass hier ein Seelenvertrag noch nicht erfüllt wurde und es jetzt an der Zeit ist, hier eine Aufgabe, ähm, ja, einen Vertrag zu erfüllen. Im übertragenen Sinne, das besteht oder diese Aufträge bestehen oftmals darin, dass wir etwas tun sollen in diesem Leben, etwas erfahren sollen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Das sind mir so viele Garten. Liebes Universum, hast du hier noch einen Hinweis? Was können die Menschen tun, um mit dieser Stimme hier mehr Kontakt aufzunehmen? Die vier der Kelche auf dem Kopf. Ja, auch Langeweile könnte hier ein Thema sein. Ja, dass man einfach, dass ein Teil von dir sich langweilt in deinem Beruf oder in einer Situation. Nochmal der Hinweis darauf, ne? etwas möchte sich hier ausleben möchte beachtet werden. Und der beste Hinweis ist, oder die Hinweise, die du dir, die du, nach denen du Ausschau halten kannst, ist wirklich, in welchem Bereich, wann nörgle ich oder wann fühle ich mich gelangweilt? Was genau langweilt mich? Ne? Ist es irgendwie mein, ist es ein Projekt? Ist es mein Beruf im Allgemeinen? Sind es meine Lebensumstände? Und auch dann da nicht aufhören, sondern wirklich gucken, okay, was genau ist nicht zu meiner Zufriedenheit? Ne, dass man das so ein bisschen eingrenzt. Wo liegt da der Hase im Pfeffer, <laughs> wie man so sagt. Okay. Ja, das Thema Langeweile hatten wir neulich auch schon mal, ne? Und dass man diese Langeweile manchmal mit Frieden verwechselt. Hier jetzt aber in dieser Situation, wie gesagt, gibt es einen ganz guten Grund dafür, warum hier Langeweile aufkommt, Unzufriedenheit. Um Liebes Universum, was können die Menschen tun hier, um sich daran zu erinnern, wer sie sind oder weswegen sie hier hingekommen sind, auf diese Erde inkarniert sind, geboren wurden? Was steckt dahinter? Ja, ja? okay. Ach, schaut an, da haben wir die Karte Nummer 20, Judgment, und sie liegt auf dem Kopf. Gerechtigkeit ist ja also das Thema, beziehungsweise Ungerechtigkeit. Ja, dieser Teil in dir fühlt sich auf jeden Fall ungerecht behandelt, ne, weil du ihn nicht so richtig haben willst. Sehr verständlich, ne. Wer möchte schon immer eine nörgelnde Stimme oder eine unzufriedene Stimme oder Unzufriedenheit in seinem Leben? Aber nochmal, ne, es, hier gibt es wirklich einen Grund. Hier gibt es wirklich einen Grund. Und eventuell ist die Judgment, das Gericht hier auch, ähm, ein Hinweis darauf, dass das aus einem früheren Leben kommt. Könnte sein, es, sie wird manchmal auch als Karma-Karte beschrieben. Also es könnte sein, dass dir Unrecht widerfahren ist in einem früheren Leben, wenn wir über das Thema Geld sprechen oder äh, Sicherheit, berufliche Erfüllung. Es kann sich aber auch auf dein jetziges Leben beziehen, dass du bisher immer das Gefühl hattest, ja ungerecht behandelt zu werden, nicht genug ähm, Geld zu verdienen für das, was du an Leistung bringst, also unangemessene Bezahlung, sage ich mal. Vielleicht ist das auch, ähm, wenn du selbstständig bist und deine Preise beispielsweise selbst festlegst, dass du immer zu wenig Geld nimmst für die Energie, die du gibst, ja, und das tust du, weil ein Teil von dir das Gefühl hat, das nicht zu verdienen, also nicht <laughs> Es nicht zu verdienen, gut zu verdienen. <laughs> In diesem Sinne. Ja, weil du das abgeschaut hast, vielleicht von deinem Vater, von deiner Mutter, dass die auch immer sehr hart gearbeitet haben, viel gegeben haben und trotzdem nur so gerade über die Runden gekommen sind. Das können so alte Muster sein, die du hier bewusst oder unbewusst mitgenommen hast. Liebes Universum, noch eine Klärungskarte auf die Gerechtigkeit. Da kommt die drei der, Schwer, äh, der äh, Stäbe auf dem Kopf. Ja, ihr spricht eigentlich von guten Aussichten, ne? Wenn sie richtig rumkommt, dann spricht sie von guten Aussichten. Wir stehen auf einem Berg. Wir sind uns bewusst darüber, dass wir schon einiges erreicht haben in unserem Leben. Und dabei ist es nicht so wichtig, wie alt du bist oder wo du auf der Karriereleiter stehst. Egal wo du stehst, egal wie alt du bist, hast du hier schon einiges erreicht. Ähm. Und die Zukunft sieht gut aus, ne? Aber sie liegt auf dem Kopf. Das heißt, ein Teil von dir kann das nicht so richtig sehen oder glaubt hier nicht mehr oder glaubt im Moment nicht an eine positive Entwicklung. Und naja, wenn wir uns die momentane Situation anschauen, sozial, politisch auf der Welt, ist das nicht weiter verwunderlich. Aber ja, also einerseits schätzt du hier eine Situation negativer ein, als sie ist. Das ist die eine Sache, ne? Und vielleicht neigst du auch insgesamt ein bisschen zum Pessimismus, wenn es hier um Geld geht, um finanzielle Sicherheit, emotionale Sicherheit vielleicht auch. Das ist das eine. Das andere, wie gesagt, da ist was in dir, was zu Recht unzufrieden ist. Ne? Also es gibt eigentlich keinen Grund, hier pessimistisch in die Zukunft zu schauen. Aber vielleicht ist diese Stimme auch der Grund dafür, dass, dass du hier gute gute Aussichten nicht wirklich wahrnehmen kannst. Ich drehe dir auch schon mal um, die drehe ich dir auch um. So und das möchte jetzt rausgehen. Das möchte rausgehen. Ich frage noch mal, ne, was können die Menschen hier tun, damit also Bewusstwerdung ist hier ein Thema natürlich. Was können die Menschen hier ja, auf praktischer Ebene tun, damit, haha, damit sich hier positive Veränderungen abzeichnen. Und wir haben die Sechs der Schwerter auf dem Kopf. Jetzt nicht vor diesem Gefühl weglaufen, ich, kriege ich hier mit dieser Karte auf dem Kopf. Die steht, wenn sie richtig rumgefallen wäre, für neue Ufer. Wir sollen uns auf etwas Neues konzentrieren und zu neuen Ufern aufmachen. Sie kam aber auf dem Kopf. Das heißt für mich... Da, wo du jetzt bist, gibt es noch was zu holen oder und etwas zu lernen. Also jetzt nicht weggehen, nicht weggucken, nicht unangenehme Gefühle wegschieben, sondern ja da wirklich mal hinschauen und wirklich noch mal scharf zu trennen. Okay, wo bin ich, wo, wo schaue ich pessimistisch in die Zukunft und ist das wirklich nötig? Kann ich es überhaupt wissen, wie die Zukunft sein wird und wo? Ist Langeweile und Unzufriedenheit in welchem Lebensbereich ist das der Fall? Wie kann ich das ändern? Was könnte ich ändern, An, damit dieser Anteil in mir, dieses Gefühl der Unzufriedenheit geht? Ja, und die Gründe dafür sind äh, sicherlich sehr unterschiedlich und die Lebensbereiche auch. Wie gesagt, ne, hauptsächlich habe ich hier Beruf, Geld. Mit den Kelchen könnte es aber auch eine emotionale. Unzufriedenheit sein und mit den Stäben hier geht es auch um kreativen Ausdruck, um Spiritualität, um Kommunikation auch. Okay. So, wir nehmen mal ein paar Charms drauf, ihr Lieben. Ja, das wird sich auch sicherlich nicht in einem Tag lösen lassen, aber es ist gut möglich, dass jetzt hier wirklich nochmal, falls du meditierst, wäre das ein sehr guter Tag, um diese Fragestellung oder auch diese das nach oben zu geben und zu fragen, was kann ich tun, oder hilft mir, diese, dieses Gefühl der Unzufriedenheit der Langeweile besser zu identifizieren oder, oder mir einen Weg zu zeigen, wie ich das auflösen kann. Denn diese Kraft steckt in dir. Gerade mit dieser Karte, auch wenn du nicht regelmäßig meditierst, hast du die Fähigkeit, dich nach oben zu verbinden. Ne? Das ist, wie gesagt, ein Chakra, das dich mit der geistigen Welt verbindet. Und du wirst gerade heute hast du einen sehr guten Draht nach oben in die geistige Welt. Und das auch sie hier. Ne? Schaut mal. Ja, also wirklich diese Anteile hier in dir da sein lassen und nach oben fragen zur geistigen Welt, an welche Macht du auch glauben magst, dir dabei zu helfen, diese Situation aufzulösen oder klarer zu sehen, dir noch mal ein Gefühl ähm, vermitteln zu vermitteln, wie wer bist du eigentlich wirklich, wenn all diese Programme, all diese Muster nicht da sind. Der Blueprint sozusagen. Ne? Wie sieht dein Blueprint aus? Dein Seelenplan. Eieiei. So, wir haben Buchstaben hier. Einmal das R und das X. Ja, das X ist der Kreislauf. Das Rad des Schicksals. Ja, du hast jetzt die Chance hier aus einem Kreislauf auszusteigen aus einem Mangelkreislauf auch aus einem Kreislauf der Unzufriedenheit und der Langeweile und der Weg da dahin geht natürlich nach innen ne? um wirklich ehrlich zu sagen okay das macht mich unzufrieden hier in diesen Situationen fühle ich mich gelangweilt was kann ich tun um da mehr Freude reinzubringen Aufregung vielleicht auch ne mehr Spannung mehr Abenteuer etc ja, wir haben hier noch dazu das Wurzelchakra. Da geht es auch um Vertrauen, ne? Urvertrauen, Selbstvertrauen. Es ist das Wurzelchakra, das verbindet uns mit Mutter Erde. Eventuell habe ich hier auch ein Ungleichgewicht, ne? weil wir haben hier ein sehr hohes Chakra, ein sehr spirituelles. Hier haben wir ein sehr, sehr geerdetes oder ein Chakra, das uns auch hilft, geerdet zu sein. Und vielleicht äh, schwanken deine Energien im Moment so ein bisschen hin und her. Ne? Und. Ja, Erdung kann hier sehr hilfreich sein, dir vorzustellen, dass aus deinen Füßen oder aus deinem Körper Wurzeln wachsen, die dich mit der Erde verbinden. So, damit du halt auch diese oberen Chakren gefahrlos in Anführungsstrichen aktivieren kannst, ohne dich dann in der geistigen Welt oder in höheren Sphären völlig zu verlieren und das, was du eigentlich erreichen möchtest, nicht mehr manifestiert bekommst, ne, weil deine Energien in den oberen Schrackern sozusagen festhängen, in Anführungsstrichen. Okay, dann haben wir noch, oh, guck mal. Wir haben noch den Mund hier. Ja, sprechen. Sprache, singen, chanten, tönen. Kann hier sehr, sehr hilfreich sein. Vielleicht bist du auch, arbeitest du mit Stimme, äh, Gesang, äh, ne? All, alles, was damit zusammenhängt. Vielleicht sprichst du einfach auch täglich viel mit Menschen, auch wenn das gar nicht dein Beruf ist in dem Sinne. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein Hinweis hier auf, auf eine Aufgabe. Also das zu das auszudrücken, was in dir ist. Ne? Und wenn du es erstmal nur für dich selbst tust, ist es aber wichtig, dass das rauskommt. Raus aus deinem System. Ja? Dass du es mal einmal aussprichst, aufschreibst, jemandem erzählst. Vielleicht auch, dass du unzufrieden bist, ja. Ähm, oder dass äh, du gelangweilt bist. Auch das hilft schon. Dann ist es nicht mehr in deinem, nicht nur in deinem System, sondern du hast es halt auch mal einmal nach außen gebracht. In die Realität. Äh, in unsere 3D-Realität. Äh, mhm. So, dann haben wir noch Sternzeichen hier. Und zwar einmal die Waage, den Löwen. Und den Stier, ja, wir hatten jetzt den Stier Vollmond. Auch der Stier ist für mich verbunden durchaus mit, mit materiellem, mit Genuss, damit die guten Dinge genießen zu können. Ebenso der Löwe, der kann eigentlich auch ganz gut im Luxus schwelgen, sich das gönnen, sich etwas Gutes gönnen. Ja und die Waage ist für mich jetzt hier ne, in diesem Setting der Ausgleich eventuell auch zwischen äh, Löwe und Stierenergie. Der Stier ist auch durchaus fleißig und arbeitet, kann gut äh, mit mit materiellem umgehen, mit Geld, mit ja Dinge manifestieren, in Gang bringen, am Laufen halten. Das ist Stierenergie. Und ja, der Löwe, der gerne im Luxus schwelgt und hier vielleicht die, die Waage zu finden zwischen diesen Energien, die auch beide als, als positiv wahrzunehmen, ja, also diesen Anteil in dir, der vielleicht auch gerne mal Geld ausgibt und sich was Gutes tut, sich was gönnt, nicht zu verurteilen, ne, das ist eine schöne Eigenschaft, der auch, die auch der Stier hat. Also, es sich gut gehen lassen können, ohne sich deswegen schlecht zu fühlen. Oder sich schlecht zu fühlen, weil du dir das vielleicht wünschst. ja? Also, mehr, mehr, in Anführungsstrichen Luxus. Und das kann ja, ist für jeden was anderes, ne? Für den einen ist es Luxus, ins in Spa zu fahren für ein Wochenende oder für eine Woche. Für den anderen ist es Luxus, sich einen schönen, schönen Badezusatz zu kaufen, ja? Das kommt sehr drauf an. Es geht nur um die Energie, die da drin steckt. Dieses, okay, ich kann mir auch mal was Gutes gönnen. Ich kann mir auch was Gutes gönnen, auch wenn ein Teil von mir vielleicht unzufrieden ist, ja. Das könnte auch ein Mittel sein, diesen Teil zu besänftigen. So. Ja, die Zeiträume, die wir haben, Juli, August, April, Mai und mit der Waage September, Oktober. Also gut möglich, dass sich auch dieses Gefühl von Langeweile, Unzufriedenheit jetzt so in den letzten paar Monaten sehr stark rauskristallisiert hat. Und natürlich könntest du auch in diesem Zeichen geboren sein, ne? ganz klar. Also in deiner Chart könnten die auftauchen und vielleicht schaust du mal, wo du Waage, Löwe oder Stier in der Chart hast. Das könnte ein Hinweis darauf sein, auf welchen Bereich sich diese Unzufriedenheit und diese Langeweile bezieht. Ja, vielleicht. Ja, das kann interessant sein. Auch in welchem Haus diese Zeichen stehen. Das sind ja immer auch Lebensbereiche. Und dann könntest du gucken: Okay, es ist, ist hier irgendwo etwas nicht in Ordnung. Habe ich da was überbetont oder lebe ich etwas gar nicht aus, was aber eigentlich in meiner Chart angelegt ist, in meinem Seelenplan, in meinen Seelenverträgen. So, dann zu guter Letzt nehmen wir noch einen ganz praktischen Hinweis. Hoffentlich. <laughs> die sind auch nicht immer äh, praxisnah, aber manchmal eben schon. Darum nehme ich die immer ganz gerne dazu. Wir haben hier sehr spirituelle Karten und ich hatte oder hoffe, dass wir hier so ein bisschen was Praktisches dazu bekommen. Was können die Menschen hier tun, um diese Prozesse zu unterstützen? <laughs> dann kommt die Nummer 27, Hydrate okay, trinken, ausreichend trinken, die kam jetzt neulich auch schon mal M möglich. ich meine, im moment sind viele energien unterwegs, um das, um diesen prozess flüssig zu halten, ist es auch tatsächlich wichtig viel flüssigkeit zu dir zu nehmen. Ne? apropos, ich nehme diese karte auch mal gerne als erinnerung. ausreichend trinken, bitte. ihr lieben. Ausreichend trinken. Ansonsten, wenn du gerne badest, duscht, dich mit Wasser umgibst, auch das ist jetzt hilfreich, ne? Wasser, deinem Körper Wasser zu führen, durch Getränke, aber für mich auch durch Kontakt mit Wasser an einem Fluss oder an einem See spazieren gehen, baden, schwimmen, duschen etc., um deine Energien wirklich im Fluss zu halten und damit hier Sachen, die nicht mehr zu dir gehören, auch gehen können energetisch. Es empfiehlt sich auch immer regelmäßig beim Duschen oder beim Baden sich vorzustellen, dass negative Energie abgewaschen wird. Manchmal nehmen wir tagsüber neg negative, Entschuldigung, <laughs> negative Energie auf, äh, Situationen, Menschen, Stimmungen im Allgemeinen und dann ist es hilfreich, das wieder abzuwaschen, damit du, ne, wir haben ja mit unseren eigenen Prozessen schon genug zu tun und brauchen dann nicht noch zusätzliche negative Energie von außen. Ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Keine, also anspruchsvoll, ich weiß, ich weiß. Aber diese Aufgabe kommt jetzt zu euch, weil ihr jetzt die Möglichkeit habt, damit umzugehen und das zu lösen. Und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute dabei. Viel Erfolg. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Nächste Woche, Moment, lasst mich kurz in meinen Kalender schauen. Das könnte ich auch mal vorher machen. Ich vergesse es nur immer. Wir sehen uns wieder Anfang nächster Woche mit einem Themenorakel. Ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das Thema steht noch nicht fest. Falls du einen bestimmten Wunsch hast für ein äh, Thema, dann lass mir gerne eine E-Mail zukommen oder einen Kommentar. Ähm, wenn sich das für mich stimmig anfühlt, dann nehme ich die gerne mit rein. Ähm, ja, ansonsten folge ich da meiner Intuition und was ich so reinkriege, lasst euch überraschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut. <laughs> Ciao. Hallo, ihr Lieben. Ihr habt euch für den mittleren Stapel und diesen Appetit hier entschieden. Und dein Thema lautet: Get out of your comfort zone. Geh raus aus deiner Komfortzone. Ah, wir haben hier auf jeden Fall herausfordernde Energien. Im ersten Stapel war es auch schon so. Okay, was haben wir hier noch? Ah, ich habe eure Kärtchen hier liegen lassen. Entschuldigt bitte. <laughs> so, was haben wir hier noch an Energien für euch? Okay, wir haben das Anunnaki Licht den Anunnaki Lichtcode Anunnaki ja ähm, sage ich gleich noch was zu Untertitel der Karte lautet energetische Veränderung neue Informationen Ende eines Zyklus Okay dann haben wir aus den Work Your Light Orake-Karten die Plejaden Okay Double Mission, Channeling and Uplifting Humanity. Doppelte Mission, Channeling, also Informationen, Botschaften empfangen und die Menschheit anheben, die Energie der Erde anheben. Okay, vielleicht bringt dich dieses Orakel schon ein bisschen raus aus deiner spirituellen Komfortzone. Die lege ich mal zur Seite, die gucken wir uns zum Schluss an. Ja, dazu muss ich glaube ich ein bisschen was sagen, ne. Für diejenigen, die diese Systeme, diese Glaubenssysteme kennen, ist das jetzt nichts Neues. Vielleicht eine Bestätigung für eure, für eure Vorstellung, für das, woran ihr glaubt. Für diejenigen, denen das nicht sagt. Sowohl die Plejaden als auch die Anunnaki, ähm, sind außerirdische Seelen, die auf diesen Planeten reinkarnieren, regelmäßig, um uns zu helfen. Ähm, naja, bestimmte Energien zu channeln, aber auch oder gleichzeitig die Energie des Planeten anzuheben. Ähm, es könnte sein, dass du dich selbst als eine eine Seele der Plejaden identifizierst oder eine Anunnaki Seele. Ja, beides wie gesagt außerirdische Lebensformen. Das könnte, diese Vorstellung alleine schon könnte dich hier aus deiner Komfortzone herausholen oder dich herausfordern. Das kann ich verstehen. Als ich das erste Mal von Starseeds und Plejaden, äh, es gibt auch noch einige andere, gehört habe, äh, habe ich gedacht, okay, zu viel Akte X geguckt oder was. Ähm, ich war da nicht sehr offen, aber im Laufe der Zeit sind mir diese Energien auch häufiger mal untergekommen, also auch bevor ich diese Decks hatte. Und naja, ich glaube halt an Wiedergeburt, ne? an Reinkarnation. Und der Schritt zu sagen, okay, es macht schon irgendwie Sinn, dass wir dann nicht nur hier auf der Erde wiedergeboren werden, sondern eventuell auch auf anderen Planeten und umgekehrt, dass da Seelen, Lebensformen existieren mit Seele, die wiederum auf meinem Planeten, auf unserem Planeten wiedergeboren werden, ist eigentlich gar nicht so abwegig, ne? <laughs> Vielleicht ist das schon der Schritt aus der Komfortzone heraus, solche Glaubensvorstellungen mal durch zu spielen, ja. Ich sage ja auch nicht, dass du dir gleich einen Altar bauen sollst, auf dem du äh, ne, die Bleiaden äh, anbetest oder channelst. Wenn dir danach ist, mach das bitte. Ähm, ne? Für den einen oder anderen mag es aber mal eine interessante Vorstellung sein. Was wäre denn, wenn wenn das so ist, ja? Es ist eine Möglichkeit, mit spirituellen Energien auch gedanklich mal zu spielen. Viele Starseeds oder auch ähm, Plejadenseelen sind sehr eng verbunden mit Sprache, mit Stimme, mit Singen. Es ja, sind die gesprächigsten äh, <laughs> außerirdischen Energien. Auf Englisch sagt man Chatty. Die sind Chatty. Also die <laughs> sind sehr kommunikativ. Und vielleicht bist du ein Mensch, der sehr kommunikativ ist. Und dann könnte es sein, dass du entweder mit dieser Energie verbunden bist oder vielleicht tatsächlich selbst. Aus, dem, aus diesem Sternensystem kommst, aus den Plejaden. Selbst, wenn du sagst, nein, das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen mit diesem ganzen äh, außerirdischen Gedöns, kein Problem, kein Problem. Die Hauptbotschaft hier bleibt oder ist immer noch: Du bist gerade sehr empfänglich für Botschaften aus der geistigen Welt. Ja, es kommen hier neue Informationen zu dir. Entweder durch Downloads, die du erfährst, tagsüber oder nachts, dann bist du manchmal sehr müde, ja, dann braucht dein Körper ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Diese Informationen, neue, spirituelle Informationen, zum Beispiel durch dieses Reading, aber auch durch Dinge, die du liest, aufschnappst, die dir über den Weg laufen, die dir Menschen erzählen, ja, oder im Internet stößt du auf irgendetwas, da kommen jetzt neue Informationen betreffend deiner Spiritualität, die dich hier ein Stück aus deiner gewohnten Welt rausholen. Das ist jetzt so gewollt. Es geht hier ein alter Zyklus zu Ende, ein neuer Zyklus beginnt, indem du Dinge, Spiritualität, dich selbst, deine Fähigkeiten anders wahrnehmen wirst. So, ja, ist ist heftig. Ich weiß, ich weiß. Wie gesagt, für diejenigen, die mit diesen Energien hier vertraut sind. Ist es eine recht klare Ansage? Ne? Macht euch bitte jetzt auf für diese Energie. Da möchte mehr reinkommen. Energetische Veränderungen finden statt äh, auch in dir und in deinem System. Es kommen neue Informationen für dich und du wirst etwas Altes abschließen und etwas Neues beginnen. Ja, und das wird, wie gesagt, in dem Sinne, ähm, die, du wirst hier aus deiner aus einer bestimmten Komfortzone rausgeholt. Etwas Neues möchte sich hier zeigen für dich. Und das wird ungewohnt sein. Das heißt nicht, dass es negativ ist. Im Gegenteil, ich glaube nicht, dass es negativ ist, aber es wird dich vielleicht herausfordern. Ja, auch aus deiner äh, sozusagen geistigen Komfortzone dich so ein bisschen rausholen. Und naja, es kann sein, dass diese neuen Informationen gar nichts mit Spiritualität zu tun haben. Ist nicht auszuschließen. Aber ich halte es für relativ wahrscheinlich, weil wir zwei Karten haben, die hier von... Äh, ja spirituellen Energien sprechen. Liebes Universum, <laughs> welche Informationen hast du noch für die Menschen, die sich für diesen Stapel entschieden haben? Da kommt der König der Stäbe. Okay. Ja, Löwe Energie haben wir hier. Könnte in deiner Chart vorkommen, muss aber nicht. Und was haben wir noch? Wir haben die 9 der Stäbe, noch mehr Feuerenergie und die 3 der Stäbe und ich habe gut gemischt und die Karten auch geräuchert, ihr Lieben. Diese Karte kam auf dem Kopf im anderen Stapel auch schon vor. Hier liegt sie jetzt richtig rum, finde ich gut. So, Begrenzungen aufgeben, vielleicht auch mal gegenteilige Meinungen gelten lassen mit der 9 der Stäbe auf dem Kopf, ja? Selbstgezimmerte Komfortzone verlassen. Schauen, was gibt es denn hier außerhalb meines Zaunes noch so zu sehen. Ne? So, hier ist, es, ist der Weg zu Ende. Vielleicht wäre es ganz gut, sich umzudrehen und mal zu gucken, was hier hinter der Klippe ist. Und hier sehen wir im Grunde, was hinter dieser Klippe verborgen ist, nämlich ein Meer, auch ein Meer an Möglichkeiten. Gute Aussichten, Optimismus. Von oben auf eine Situation schauen. Ne? Sie steht hier auf einem Berg. Das heißt, sie hat einen Überblick über etwas. Vielleicht verschaffst du dir einen Überblick über eine Situation, über dein Leben und nimmst neue spirituelle Erkenntnisse damit rein. Und dann stellen sich die Dinge anders dar. Dann verstehst du vielleicht bestimmte Zusammenhänge besser, die in deinem Leben äh, ja passiert sind, Ereignisse etc. So, und wir haben den König der Stäbe. Das ist eine männliche Energie die jetzt hier wach werden möchte auch ne. Egal ob du Mann oder Frau bist möchte jetzt hier eine Energie wach werden, sich zeigen, die ähm, die Kontrolle übernimmt, die selbstbewusst ist, wirklich selbstbewusst und das nicht übertrieben sondern selbstbewusst im Sinne von ja, ich, ich, bin, ich bin mir meiner Selbstbewusst <laughs> meiner Stärken und meiner Schwächen. Ähm, ich weiß, was ich mir zumuten kann. Ich weiß, was ich schaffen kann. Ich kenne mein Feuer. Also es geht hier auch um Leidenschaft, würde ich sagen. Ne? Wir haben hier die Flammen und hier, was entzündet meine Leidenschaft, Für was möchte ich kämpfen oder mich einsetzen? Ja, es muss nicht Kampf sein, aber für was möchte ich aufstehen. Was ist mir wichtig? Was bringt meine Fackel zum Brennen sozusagen? So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch schon wissen, was das ist. Ne? Äh, da gibt es etwas, was dich sehr interessiert, was äh, deine Leidenschaft, dein Interesse weckt. Ja, und sie steht hier noch vorm Zaun. Ne? Er hat hier keinen Zaun mehr. Er hat hier auch mit dem Löwen im Hintergrund wirklich. Ähm, etwas integriert, eine Kraft anerkannt in sich und integriert, die ihm jetzt hilft, wirklich stolz zu stehen und Dinge in die Hand nehmen zu können. Er hat hier den Stab in der Hand. Der König der Stäbe ist jemand, der sehr kreativ ist, der sich aber nicht mehr verzettelt, sondern diese Kreativität tatsächlich fokussieren kann umsetzen kann, manifestieren kann, ja, der sich nicht in, in Ideen und Theorien verliert, sondern sich daraus etwas pickt, etwas rausnimmt und das verwirklicht. Meistens sehr charismatische Menschen, also auch ein Charisma, ein Strahlen, ein Leuchten möchte hier gelebt werden, noch mehr gelebt werden. Wir nehmen mal ein paar charms drauf, ihr Lieben. Und da haben wir für dich einmal das Glöckchen. Ja, vielleicht hast du in letzter Zeit, vielleicht bist du auch hellhörig. Ja, also hörst Stimmen, M Musik, äh, hast ab und zu mal ein Klingeln im Ohr, ein äh, ja ein Summen eventuell auch. Dann wäre es ganz interessant zu schauen, wann passiert das. Vielleicht bist du aber auch einfach sehr stark verbunden mit Klängen, mit Musik, mit Noten etc. Also Musik ist hier ein Thema. Glocken, Kirchenglocken etc. Die können dir Hinweise geben. Oder äh, bestimmte Meditationsmusik kann dir auch helfen, hier Zugang zu bekommen zu kosmischen Energien. Dann haben wir hier noch das Herzchakra liegen. Ja, gut möglich, dass du... Ähm, diese Leidenschaft, die hier in dir steckt, die aber noch nicht so richtig rauskommen darf, deswegen unterdrückt ist, weil ja, du vielleicht mal verletzt wurdest, als du oder während du deiner Kreativität, deiner Leidenschaft Ausdruck verliehen hast. Vielleicht wurdest du zurückgewiesen, vielleicht wurdest du nicht äh, so angenommen, wie du bist. Und ne? dann hat sich dein gerade so ein bisschen verschlossen. Und diese Energie, diese leidenschaftliche Energie wurde gedrosselt, ein bisschen nach unten gefahren, damit du nicht wieder verletzt wirst. Ne, das ist ein Thema, das hier angesprochen wird. Ja, auch die Angst davor, eine Komfortzone zu verlassen, denn das birgt ein Risiko. Ähm, Aber es lohnt sich hier mit diesen Karten. Es wird dich sehr viel mehr erfüllen, ne? dein Leben sehr viel aufregender machen. Okay, dann haben wir hier ein Sternzeichen, und zwar den Skorpion. Beziehungsweise, doch, es ist der Skorpion diesmal. Ich habe auch einen Charme, da habe ich aus Versehen das Jungfrauzeichen mit dem Skorpion in Verbindung gebracht. Hier haben wir Skorpionenergie. Wir sind gerade in der Skorpionzeit. Ja, jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das hier anzugehen. Vielleicht bist du auch Skorpion oder hast Skorpion in deiner Chart, vielleicht auch in einem bestimmten Haus in deiner Chart, ne? Könntest du mal gucken oder ein bestimmter Planet ist im Skorpion. Das wäre ganz interessant hier zu schauen. Da könntest du eine Antwort oder einen Hinweis darauf bekommen, um was es hier genau geht, falls du es nicht schon weißt. Ja, Freiheit, <laughs> ja, die Komfortzone verlassen, schenkt dir Freiheit. Ne? Ähm, dafür gibt man einen gewissen Grad an Sicherheit auf. Aber du hast mittlerweile einen Punkt erreicht, wo du bereit bist, das Risiko einzugehen, ja, um hier mehr Freiheit zu erfahren und diese, diese selbstgebaute, diesen selbstgebauten Zaun, der übrigens nicht besonders hoch ist, ne? also sie könnte hier bequem drüber steigen und so richtig schützen tut er sie eigentlich auch nicht, ne? er ist eigentlich nur symbolisch. So auch die Komfortzone hier, ne? also die Lust nach Freiheit, nach mehr Leidenschaft und Abenteuer, Aufregung, positive Aufregung ist hier auf jeden Fall gegeben. Dann haben wir noch Buchstaben, finde ich, und zwar einmal das F, das L und schon wieder das X. Ja, die Kreisläufe, ne? Ende eines Zykluses. Du hast dir hier eine Komfortzone aufgebaut, wunderbar, das war auch nötig. Jetzt ist aber an der Zeit, deine Komfortzone zu erweitern, ja? Also dir quasi auch eine neue Komfortzone zu schaffen, bis dann irgendwann diese, du auch aus dieser Komfortzone rausgewachsen bist und sie wieder verlässt, ne? Okay, ihr Lieben. Dann schauen wir mal, was haben wir hier noch als Abschlussratschlag oder äh, Vorschlag für euch? Da kommt die Karte Familie, Nummer 23. Vielleicht, je nachdem wie alt du bist, ziehst du gerade von zu Hause aus, ne? Das ist auch ein, dass man eine Komfortzone verlässt. Vielleicht verlässt du eine gewohnte Umgebung. Äh, vielleicht eventuell tatsächlich äh, ein familiäres Umfeld, aus dem du dich entfernst. ein vertrautes Umfeld. Es muss nicht Familie sein. Ne? Es kann auch nochmal der Hinweis auf diese, ja, etwas Vertrautes, Heimeliges, was wir verlassen jetzt, um neue Abenteuer zu suchen. Und auf der anderen Seite, das bekomme ich auch ganz stark rein, geht es ja auch um die Seelenfamilie. Ne? Die du ähm, finden kannst, vielleicht sind auch schon Teile deiner Seelenfamilie bei dir. Ne? Das heißt nicht, dass du... Keine Hast, sondern nur, dass da auch noch mal mehr Menschen reinkommen möchten, die zu deiner Seelenfamilie gehören. Die findest du aber nur in diesem Fall, wenn du ja gewohnte Pfade verlässt, gewohnte ausgetretene Pfade verlässt, eventuell neue Orte besuchst dir neue fähigkeiten aneignest vielleicht kurse besuchst die dein wissen erweitern da warten menschen auf dich die zu deiner familie gehören ja seelenfamilie sehr spannend ihr lieben ich bin wirklich gespannt was da für neue informationen zu dir kommen das kann wie gesagt auf allen möglichen wegen passieren dass da aber neue informationen kommen auf jeden fall Du müsstest dich schon sehr, sehr anstrengen, um dem aus dem Weg zu gehen. Aber ein Teil von dir, du, für mich sieht es so aus, als könntest du. Ich meine, manchmal können wir auch dicht machen und sagen, nein, ich, ich will nicht, ich will jetzt keine weitere Energie, ich will keine weiteren Informationen. Und manchmal lässt uns das Universum das durchgehen, ja. Ich habe hier aber das Gefühl, dass ein Teil von dir eigentlich sehr heiß drauf ist, wirklich heiß drauf ist, kommt mir. Ja, hier etwas Neues, eine neue Perspektive zu gewinnen, ein, ein neues Abenteuer zu starten, etwas anders zu machen, anders zu sehen, sich rauszuwagen auf einer Ebene. Oh, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, ganz viel Mut, ja, Kraft, das zu machen und den Mut, hier dieser Energie zu folgen. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns entweder im nächsten Stapel oder Anfang nächster Woche wiedersehen. Da wird es ein Themenorakel geben. Das Thema ist noch nicht hundertprozentig fest. Wenn du ein bestimmtes Thema hast, dann äh, schreib mich gerne an, Kommentar oder E-Mail, wenn das stimmig für mich ist. Gehe ich gerne auf Vorschläge ein. Ansonsten folge ich da meiner Intuition und ja, meinen Downloads, was ich so kriege. Ihr Lieben, macht es gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao! Hallo, ihr Lieben. Ihr habt euch für den dritten Stapel und diesen Shungit hier entschieden. Und euer Oberthema ist hier: Detox your life, entgifte dein Leben. Okay, es gibt hier also Situationen, Menschen, Substanzen, die dir nicht mehr gut tun. Wir gucken mal, ob wir weitere Hinweise bekommen. Welcher Lebensbereich ist hier betroffen? Okay, da bekommen wir erstmal das Sonnenzentrum. Wow, Downloads der Fülle, Regeneration, Erfolg. Ah, okay, das scheint mir die Belohnung zu sein, wenn du hier etwas Schädliches aus deinem Leben entfernst. Starke Karte. Ich, ich gucke noch mal genauer hin. Ja, wir haben ja einen Skarabäus, ne? Der Flügel hat. Hier oben sehen wir die Sonne. Okay, Sonnenenergie. Und als dritte Karte hier haben wir Protection, der Schutz. Call back your power. Cut the cords, Soul Retrieval. Ähm, rufe deine Kraft zurück. Durchschneide oder trenne hier alte Verstrickungen, alte Schnüre und Seelenrückruf. Seelenanteile zurückrufen. Okay, und dieses Thema begleitet euch, also ja, dieses Thema begleitet euch seit mindestens seit der Sonnenfinsternis. Und wahrscheinlich bis zum Mondfinsternis jetzt im Moment. Ne? Hier haben wir einmal die Sonne. Hier haben wir ja den verdunkelten Mond. Oder die verdunkelte Sonne. Kann man sehen, wie man möchte. Eklipsenergie. Eklipsenenergie. So, und diese Zeit wollte dir oder will dir auf jeden Fall ganz deutlich zeigen, was nicht mehr zu dir gehört. Welche Energien, Situationen äh, nicht mehr... Personen eventuell auch, die nicht mehr stimmig sind für dich. Ohne die Situation oder die Person hier bewerten zu wollen, ja, aber hier ist etwas für dich nicht mehr stimmig. Okay. Wir schauen mal ins Tarot. Kriegen wir hier Hinweise darauf, um was handelt es sich hier? Was ist hier nicht mehr stimmig? Die, der eine andere weiß es auch, ne? Dann, wenn deine Intuition, Intuition dir als diese Karte aufgetaucht ist, das, was dir als erstes eingefallen ist, ist vermutlich das, worum es geht. <laughs> wir schauen mal, was die Karten sagen. Wir haben hier die fünf der Stäbe und das Ast der Münzen. So, okay. Hier haben wir eine Situation, wo es um Kampf geht, um Wettstreit. In diesem Zusammenhang, hoch, würde ich sagen, ist es hier an der Zeit, zumindest jetzt im Moment Menschen oder Situationen aus deinem Leben zu entfernen oder diese Situation, diese Menschen nicht mehr aufzusuchen, die hier einen starken Wettkampf, ein starkes Konkurrenzdenken in dir auslösen. Oder äh, wo du das Gefühl hast, immer im Wettstreit stehen zu müssen. Ja, das kann von beiden Seiten ausgehen das ist eine Energie die du im Moment wirklich nicht gebrauchen kannst das ist sehr anstrengend und du brauchst deine Energie jetzt gerade zur Regeneration ja auch bei euch und allgemein gerade im kollektiv sind kommen viele informationen aus der geistigen welt zu euch durch träume und das sind manchmal ist es uns bewusst, ja, dass wir dann träumen wir, können uns erinnern und wissen, welche Themen hier gerade sozusagen bearbeitet werden. Manchmal wissen wir es aber auch nicht genau, was für eine Energie, was wir da gerade fair oder bearbeiten. Ne? Das ist unterschiedlich. So, aber dieses Konkurrenz, dieser Kampf hier, wie gesagt, Wettbewerb, Konkurrenz, Kampf, das ist etwas, was jetzt nicht Davon darfst du dich jetzt distanzieren, zumindest für den Moment. Auch wenn du jemand bist, der Spaß dran hat, sich mit anderen zu messen, ist jetzt im Moment nicht die Zeit dafür. Ähm, es ist an der Zeit, hier etwas zu empfangen. Diese beiden Karten stehen für mich sehr im Zusammenhang. Ne? Dir reicht man jetzt eine Münze, eine Idee, eine Energie, etwas möchte dir hier gereicht werden von der geistigen Welt. Und es kann sich dabei um spirituelle Energien handeln, die du umfängst. Es kann aber auch wirklich ein Angebot sein, ja, etwas, was auf der 3D-Ebene zu dir kommt. Jemand reicht dir hier eine Münze. Und vielleicht hättest du nicht die Zeit oder würdest übersehen, dass hier eine Münze zu dir kommen möchte, ne, weil du zu beschäftigt bist hier ähm, zu kämpfen, zu im Wettbewerb zu stehen, was beweisen zu wollen. Ach so, eventuell auch das Gefühl äh, zu haben, immer der oder die Beste sein zu müssen. Ne? Auch das kann belastend sein irgendwann. Das führt auch zu Erfolg. Aber ne, wenn wir es übertreiben, dann sind wir schnell im Burnout. Also übertriebener Perfektionismus ist hier auch mit drin, der jetzt losgelassen werden darf. Ja, und bitte nochmal, ne, etwas, eine Situation. Vermutlich mit anderen kostet dich hier sehr viel Kraft. Bitte nimm Abstand davon, zumindest für den Moment, und regeneriere dich. Geh auch so oft es möglich ist in den Sonnenschein. Bei uns hat es heute den ganzen Tag in Strömen geregnet und jetzt kommt langsam die Sonne durch. Ne? Ha, 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 ha. Ne, so viel Sonne tanken wie geht. So. Nehmen wir noch eine Karte. Ich habe das Gefühl, hast du noch eine Information für uns, liebes Tarot? Hast du noch eine Information für uns? Ja, weniger ist mehr kommt mir noch. Mit dem Erfolg, ne? Vielleicht bist du jemand, der sehr sich sehr anstrengt und immer meint, du müsstest dich halbtot arbeiten, um erfolgreich zu sein oder oder um anerkannt zu sein in deinem Umfeld. Auch das könnte sein. Wir gucken mal. Was haben wir hier noch an Informationen? Liebes Tarot, gibt es noch was? Das gibt es nicht. Die kommt jetzt zum dritten Mal raus. Es gibt es nicht. Im ersten Stapel auf dem Kopf, im zweiten Stapel richtig herum und hier wieder auf dem Kopf und immer als dritte Karte die drei der Stäbe. Hm. So, sie liegt auf dem Kopf. Das heißt, du hast hier wirklich gute Aussichten, gute Aussichten auf Erfolg. Aber du siehst das vielleicht gerade nicht oder hast in letzter Zeit ein bisschen den Optimismus verloren. Wäre nicht weiter verwunderlich. Wir leben in wirklich herausfordernden Zeiten. Und damit sich diese Karte wieder umdrehen kann, ich drehe sie dir auch schon mal um. Ist es wirklich nötig, für einen Moment einen Schritt zurückzugehen? Sie hier hat, sie steht auf einem Berg und hat den Überblick über den Hafen, über das Meer. Ja, also sie ist nicht mitten im Gemenge, sie ist nicht mittendrin, sie ist ja mitten statt nur dabei. Für dich wäre es aber ganz gut, wenn du jetzt mal nur dabei bist, ja, und dir das anschaust von oben, was was ja andere so veranstalten, gesamtgesellschaftlich oder auch äh, wie gesagt im Beruf, Freundeskreis, Familie etc. Um, um da rauszukommen, ja, aus diesem, ich muss, ich muss äh, vergleichen mit anderen, äh, ne? dieses Gefühl, ständig was leisten zu müssen, der die Beste sein zu müssen, etc. Schritt zurückgehen. Bitte, ihr Lieben, geht einen Schritt zurück. Das wird zum Erfolg führen, vielleicht für dich paradoxerweise. Ne? Das Ast der Münzen. Eine Chance, etwas wird dir gereicht, etwas kommt zurück, eventuell auch ein Seelenanteil, wenn du an so etwas glaubst. Ja, ein Seelenanteil, der vielleicht, ja, mit dieser Energie hier nichts anfangen kann. Ne? Der weiß, dass Vergleich und Kampf und Wettstreit auf Dauer ähm, schädlich sind. Temporär kann das auch gesund sein und uns anfeuern, aber wenn das etwas ist, was wir ständig mit uns herumtragen oder dem wir ständig ausgesetzt sind, dann ist das halt eher schädlich, als dass es hilft, ne? Weil es dann nicht zur Motivation wird, sondern zum Überlebenskampf. Ihr Lieben, wir nehmen mal ein paar Charms drauf. Schaut mal an, auch bei euch kommt das Herzchakra. Ja, hat für mich hier mit dieser Karte zu tun. Call back your power, cut the cords, soul retrieval, Seelenrückführung, Seele zurückholen, einen Anteil in dir zurückholen, auftauchen lassen, je nachdem, woran du glaubst. Und wir haben das Wurzelchakra. Ja, Selbstvertrauen. Vertrauen darauf, gut genug zu sein. Ist hier auch so ein Thema. Okay, bei euch ist hier einiges los. Ne? Wir machen mal mit den Buchstaben weiter. Wir haben hier ein D, ein K, ein S, ein W, ein G, ein N und ein F. Ja, kein Vokal, also ein Wort kann ich hieraus nicht bilden, aber das können Anfangsbuchstaben sein, Initialen von Personen, Orten, WG habe ich auch, okay. Vielleicht lebt jemand von euch in einer WG-Wohngemeinschaft. Ähm, ja, ne, das können Berufsbezeichnungen sein, vielleicht laufen euch diese Buchstaben auch vermehrt über den Weg oder haben eine persönliche Bedeutung für euch. Oh, das D, Ha, vergessen. Doppeltes D, Doppel D. <laughs> Doppelte Buchstaben können sich jetzt auch öfters mal zeigen. Detox, ja, steht hier vielleicht noch mal doppelt als Betonung. So, dann haben wir hier noch den Anker für euch. Ja, gut möglich, dass sich diese Energien halt im Beruf zeigen, ne, mit dem Anker. Dann haben wir den Kamm. Vielleicht geht es ja auch um optische Geschichten mit dem Wettkampf hier. Dass du, ja, weiß ich nicht, früh schon mitbekommen hast, äh, egal ob Mann oder Frau, dass gut Aussehen wichtig ist und wichtiger als alles andere, vielleicht, an erster Stelle kommt. Sowas habe ich hier. Ja, und auch andere Menschen. Äh, als Konkurrenz wahrnimmst oder selbst das Gefühl hast, ständig als Konkurrenz wahrgenommen zu werden, dann möchte dir das natürlich auch was zeigen. Ne? Das könnte es sein, mit Äußerlichkeiten irgendwie hier im Wettstreit stehen. Und das möchte ich jetzt rausgehen, ne? Dieses, dieser Zwang. Ich sage nicht, pff, bitte geht, ne? Lasst es euch gut gehen, macht euch hübsch, fühlt euch gut und wohl in eurem Körper. Nichts gegen Einzuwenden. Hier geht es um um die oder um eine Überspitzung, ja? Dass wir darauf so großen Wert legen oder größeren Wert als <laughs> als gesund wäre. So. <laughs> ja, also nichts gegen gegen gesunde Körperpflege und und ähm ja, etc. Dagegen ist nichts einzuwenden. Du wirst wissen, wenn das dein Thema ist. Ach, schau mal. Und dann haben wir hier noch die Geschenkschleife. Sehr schön. Die lasse ich ja auch mal in der Münze liegen. Also, ne? wenn du dich hier von etwas trennst, von einem Gedankenmuster, von einer Vorstellung aus dieser Energie, die ich gerade beschrieben habe, dann wartet hier ein Geschenk. Zeigst du dir noch mal? Ein Geschenk wartet hier auf dich. möchte zu dir rein. Dazu musst du aber Platz schaffen. Detox Your Life. Ganz auf praktischer Ebene kann das auch bedeuten Aufräumen, alte Sachen wegschmeißen, Kleidung, Gegenstände, die dir kein positives Gefühl mehr geben. Ja, vielleicht kennst du äh, Marie Kondo. Das ist eine Möglichkeit, ähm, dein, deine materielle Welt zu detoxen, auszumisten. Du kannst natürlich auch jedes andere Aufräumsystem nehmen. Ja, alte Energie soll raus, damit hier neue, frische Energie, wertvolle Energie reinkommen kann. Auch im Sinne von alte Seelenanteile, Kraft. Deine innere Power möchte hier, und die ist nicht unbeträchtlich, ne? Schau dir das an, hier, was für eine Kraft da reinkommen möchte. So. Okay, ihr Lieben. Dann schauen wir noch zu guter Letzt in die Sacred Self-Care Karten. Und da kommt zu dir die Nummer 39. Plan a vacation, plane einen Urlaub. <laughs> ist auch noch mal in dem Abstand. Das kann auch durch eine Reise passieren. ja, Dass du dich distanzierst von deinem Wohnort, vielleicht auch für eine gewisse Zeit von deiner Familie, Freunden, Arbeitskollegen, Menschen aus deinem Umfeld, weil du eine Reise machst. Ja, das ist durchaus eine positive Möglichkeit. Hier etwas zu trennen, Abstand zu gewinnen, zu detoxen von Stress, von vom Alltag. Ähm, es kann auch schon hilfreich sein, wenn du sagst, ja, verreisen ist gerade nicht drin aus unterschiedlichsten Gründen, dann kann es auch schon helfen, eine Reise zu planen. Also auch wenn du sie jetzt nicht sofort machen kannst, aber vielleicht kannst du eine Reise in die Zukunft, in der Zukunft planen. <laughs> eine Reise in die Zukunft natürlich auch. So, aber auch nochmal ne, dieses Abheben äh, Dinge aus einer übergeordneten Perspektive betrachten, sich aus den Verstrickungen des Alltags rausnehmen und sich etwas genauer anschauen. Aber auch Regeneration. Ne? Wenn es dir möglich ist, bitte nimm dir doch vielleicht das Wochenende frei äh, oder einen Tag Urlaub oder einen halben Tag Urlaub. Also Gerade mit der Karte noch mal die Regeneration habe ich hier so ein bisschen außer Acht gelassen. Sie kommt jetzt aber noch mal rein mit den Ferien, mit der Vacation, mit dem Urlaub. Ähm, das könnte dir jetzt sehr helfen. Ne? Das sind anstrengende Prozesse. Bitte nimm dir genug Zeit, Ruhe, Schlaf, um das zu bewältigen. Ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Das war ein sehr intensives Orakel, muss ich sagen, und auch wirklich Herausforderungen, die hier drin liegen, in allen drei Stapeln. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute dabei, dass ihr hier, ne, die Dinge, die euch nicht mehr gut tun, gehen lassen könnt. Und ich freue mich auf, ja, <laughs> darauf, äh, dass ihr hier in diese Sonnenenergie kommt, ne, und das auch nach außen abgeben könnt. Strahlen könnt sozusagen. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Stapel oder im nächsten Orakel äh, Anfang nächster Woche wiedersehen würden. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und ja, ciao!